Hallihallo, liebe Leute. Ja, wir sind hier wieder live vor Ort und ich habe eine Chaostheorie. Die Chaostheorie ist, dass wir haben ein, wo war überhaupt jetzt der Koch? Da, ne? Nee, hier. Wir haben doch, boah, wie sind wir denn? Wir sind hier einfach auf der anderen Seite. Wir haben uns einfach auf YouTube gerade das Video nochmal angeguckt, weil wir hatten halt keine Peilung, wie es jetzt weitergeht, Ja. ne? Und dann habe ich so gesagt, guck mal, wir haben noch ein Kochrezept geholt, ne? An dieser Stelle möchte ich auch Ticker Tump mal danken wegen seinen tollen Tipps immer. Und jetzt habe ich halt die Theorie, dass das Kochrezept gebe ich den Koch und dann kriege ich vielleicht die Steinkombi raus. So. Hallo? Ja, netter Koch. Kann ich auf den Gegenstand kommen? Nee. Ich sage mal. Das war doch jetzt auch gar nicht das Rezept, oder? Das war einfach ein Brief. Ich dachte, das war ein Rezept. Du nicht? Da steht doch, der Brief soll zu bla bla Ja, in diesem das Bezirk da, gebracht ja. werden, wo du gerade drauf warst. Das ist ein Fresko. Du meinst das da? Ja, das war der Brief. Ja. Brief nach Venedig, Mitarbeiter. Aha. Das Kochrezept hier. Nützliche Informationen. 4 Backflächaugen, Salat, 3 fette Rampen. Super. Da Schön. haben wir es doch. Hallo, 4, 3, 2. Okay, wenn ich Patrick nicht gehabt hätte. Voll rückwärts einfach. 4, 3, 2. Vier, Wie toll. eins, drei, Ach so. zwei. 4, 1, 3, 2. Okay. Dann gehen wir mal wieder so rum, ne? Ja, ne? Obwohl. Wieso so? Ja. Das 4 Fisch ist mir doch egal. So, aber ich glaube, ich weiß es aber nicht. Ich glaube allerdings, dass wenn wir unsere Waffe wechseln bei diesen langsamen Gegnern, ist unser Vorteil doch eigentlich weg. Also, ne? So. Ja, genau. TK Toon meinte, bei langsamen Gegnern soll man den Hammer nehmen, wäre vielleicht effektiver. Aber eigentlich ist ja der Vorteil, dass die es langsam sind, dass wir dann schnell schlagen können, weil die sich dann ja nicht mehr so erholen können, so fix, so Genau. nach dem Motto, und dann kommen sie nicht mehr zum Schlagen. Zumindest glauben wir das. Aber Genau. andererseits ist sein Theorie. Argument so. Sein Argument ist aber auch sehr gut, von wegen der Hammer hat ja mehr Durchschlagskraft. Und bei solchen Gegnern wie diese komischen Hammer, na? Diese komischen Fressviecher, na? Ist es halt einfach Durchschlag. Also 4-1. 3-2, denke ich. Oh. 3. Sie atmet richtig schwer. Ja. Ah, du hältst sie auch die ganze Zeit rum. Du bist ein Genie, Patrick. Oh ja, ich habe auch einen Preis bei Jugendforsch gewonnen. Okay. Da war die Da gleiche ist ein Frage. Bett! Da ist ein Bett! Jetzt habe ich. Was ist das? Okay. Jetzt habe ich nicht echt diesen Scheißcode gemacht, nur um ein Bett zu haben. Nee, um Drohnen zu plündern. Ja, das auch. Aber egal. Das ist nun mal elementar wichtig für uns, dass wir auch schlafen können. Das ist nämlich gar nicht gut für unsere Haut. So. Ich würde sagen, wir schlafen da mal den ganzen Tag durch, weil uns ja auch keiner entdecken wird, weil sich niemand wundern wird. Ja, dass da die Tür offen ist. Oh, den ganzen Tag haben wir jetzt nicht durchgepennt, aber. Gut, okay, weiter geht's hier sonst nicht, ne? Okay, das ist unser Schlafsaal, das merken wir uns. Wir gucken mal hier in der Ecke. Ist das von mir?
Der Krankenwagen, ja, ich denke schon. Ich wollte gerade sagen. Ja, und ich fand die Erklärung auch wunderschön mit... Oh, Klappe da draußen, Mann! Ich versuche jetzt zu Let's Playen! Das kann doch nicht sein! So. Die Erklärung, die fand ich ja super, warum das halt alles Männer sind und so, ne? Und ja, es hört sich auch sehr schlüssig für mich an. Lest mal seine Kommentare, geht mal auf seinen Kanal. Oh, diese Geräusche machen mich fertig. Ja. Ne? So, ich denke, wir gehen mal hier unten entlang. Das. Vorhin habe ich noch so geschwärmt. Ich wohne da, wo es jetzt ruhiger ist. Und was ist? Arschleckenrasieren 2,50 Mehrwertsteuer dreimal. Da! Krankenwagen! Mann, ey! So. Aha, bin nur wegen Krankenwagen? Ja. Genau. Was mir wieder sagt, ich muss meine Zimmertür zuschließen. Oh, ja, verdammte Scheiße. Da halt die Leute. Ja, mach doch mal. Ja, das Problem ist, was sage ich jetzt? So. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Unterhaltungsvermögen gefallen. Ja, du kannst es ja sonst nicht. So, wir können es jetzt aber einfach mal ausprobieren. Da ist ja noch ein... Wieso will ich das jetzt so wechseln? Hä? Hallo? Wieso ist die Maus? Ach ja, die Maus hat man ja sonst nicht gesehen. Okay. Ja, dann habe ich keine Ahnung, wie man sonst die Waffe wechseln soll, außer auf I. Das hast du doch aber gerade gemacht, nicht? Nee. Du hast doch jetzt den Hammer an. Hab ich? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Ich bin verwundert. Gut, wir probieren das jetzt einfach mal. Einfach nur mal zu gucken, ob die Theorie stimmt. Hammer haben wir allerdings nicht geskillt. Also komm her, du! Oh, der haut aber richtig rein. Eieiei, eieiei. Ja, und so viel zum Thema. Ja, ich hoffe, du bist mir nicht sauer, Tekatoba. Ich wollte es hier jetzt nur anmerken, das ist Selbstmord. Ja. Hat man gerade gesehen. Aber das war echt instant. Also der Hammer an sich, der haut schön rein. Aber das war... Da hatte ich ja überhaupt gar keine Chance mehr. Super. So. So. Was mir jetzt aber trotzdem sagt, wir müssen da rein. Ja, wenn es mir jetzt nur ums Erkunden geht. Dann versuchen halt geschissen. So fernkampfmäßig zu töten mit deinem Raben nur. Das müsste gehen. Sonst... Ziel außer Reichweite. Ich werde ja wohl nicht mehr... Ja, scheint tot zu sein, dass du Erfahrung bekommst. Ach. Ja, ich war immer dann immer auf dem Weg. Auf dem Weg fixiert. Hm. Zum Glück hast du 4 Augen. Ja. In jeglicher Hinsicht. Ja, verdammt, nach der Folge muss ich erst mal Mittagessen. Ja, ich war. Dann nehme ich halt jetzt nicht so oft so viel auf. Also. Bei uns in der Ecke, so, das sag ich jetzt einfach mal zur allgemeinen Belustigung. Boah, meine Mutter schrei. Alter. Seit wann schreit die denn? Sie ist doch sonst immer so ruhig. Wenn es um Essen geht, doch schon. So. Okay. Also, wir müssen da mal... Da lang. Müssen wir mal da lang. So. Ja, ich komm gleich. Ich mach die Folge nur schnell zu Ende. Voll die tolle Folge. Es tut mir leid. Hä? Wie kann man das sprengen? Nee, hier ist aber... Man. Hä? Ja! Ja,
Scarlett, da würde ich auch Platzangst kriegen. Oh, wieder so ein Vieh. Können wir daran vorbeigehen? Brackläufer, 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 oh, Brackläufer. Das würde ich im Leben nicht überleben. Brackläufer. Nein, ich komme gleich, habe ich gesagt. Nein, das mache ich selber. Ach du Scheiße, hier sind wieder welche. Fähigkeit noch nicht bereit. Dö. Ja, so kann man natürlich auch Kämpfen entgehen. Lal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 a. Obwohl das natürlich schön viele EPs sind. Ja, aber bis du die alle kaputt hättest, weil die ja selber so viel Schaden machen. Da hätten wir ja 4 Folgen. Ja, wahrscheinlich. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ja, eine Tür. Boah. Bestimmt die Ritualtür. So, die sieht doch schon so episch aus. Das da, das sieht aus wie dieses Wassertor. Wow! Scheiße! Eine Falle. Ja. Irgendwas. Wieso? Gott, ich höre Stimmen. Machen, dass das Gitter hoch ich höre Stimmen. So leises Geflüster. Ja, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Oh, oh okay. Ja, das ist natürlich gut. Einfach mal da reingehen. Geheime Kammer. Oh Gott. Das ist bestimmt nichts Gutes. Hä? Ich wollte gerade sagen, hier sind Ratten. Ich höre immer noch dieses... Wow. Ich schwöre dir, wenn wir in Project Zero wären, wüsste ich mich... Da würde ich mich vor Angst einscheißen. Ich schwör's dir, ey. Das wäre voll cool, wenn du das Let's Plays und ich spreche dabei. Das wäre echt geil. Okay, ich weiß jetzt auch. Ups. Nee, das wollte ich gar nicht. Ja klar, ich meine, du würdest dich kaputt lachen. Und wie? Ich weiß ja. Es. Okay, das geht so nicht. Vielleicht brauchst du jetzt den Ritual durch. Ja. Kann ja sein, wer weiß. Die Frage ist... Guck mal, da stehen so auffällig Kerzen. Vielleicht musst du die auspusten. Ja, wie pustet man Kerzen aus? Ja, wieder so ein Fresko. Besteck. Wir fressen mit der Hand, wir brauchen kein Besteck. Wir essen Fastfood. Oh Gott. Da steht aber nichts. Da steht echt nichts. Vielleicht noch mal das machen? Nö, von da kommt. Ah, okay. Ach, und jetzt hast du diese Sperre bestimmt umgangen. Dass du da an der anderen Seite rauskommst. Hm. Oh! Ja, Leute. Es war wieder nett mit euch. Wir gucken mal kurz. Ja, du hast recht. So, es war wieder nett mit euch. Wir sagen goodbye und auf Wiedersehen. Mein Mittagessen wartet. Ne? Ja. Das waren 15 Minuten. Ja, ich hoffe, sie waren ein bisschen unterhaltsam. Ja. Und dann mal auf bald. Ja, ciao.